viele Junge glauben immer noch, dass sie einen ganz geraden Lebenslauf brauchen und genau wissen sollen schon mit 16, wo es lang geht. Ich glaube, das braucht man nicht, sondern man muss vom Leben was lernen. Und wenn man irgendwo was übers Leben lernen kann, über unterschiedliche Werte, über Wertigkeiten, das was wichtig ist und das was wesentlich ist, dann ist das in Bethel und dann glaube ich, ist es auch so, dass man gerade wenn man jung ist, übers Ehrenamt oder über den Kontakt mit Menschen, mit denen man sonst niemals in Kontakt kommen würde, am meisten lernen kann. Die Mitarbeiter in Bethel sind das Herz in Bethel. Ohne die könnten die Menschen nicht so frei atmen und sie müssen weitermachen. Sie müssen genau so weitermachen und mit diesem Herzblut genau das Richtige. Es gibt so viele Jobs, die machen nicht viel Sinn. Und ich sage jedes Mal, mein Job als Journalistin, ja, der macht ein bisschen Sinn, weil ich den Leuten Sachen erkläre. Aber sie fassen die Leute an, nehmen sie an der Hand, helfen ihnen in dem Moment. Bei mir ist immer irgendeine Scheibe, ein Glas dazwischen, der Fernseher. Sie haben den direkten Kontakt, deshalb müssen sie weitermachen. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.